Hello guys, here is Huldai. Today with a video in English. Quick, yes, grab your weapons. Wait, got incoming. What is here los? Hä? I'm under attack. Where is he? Okay, who is he? Oh, damn. Ach, mein Englisch hört sich so scheiße an. Ey, Jungs, willkommen hier bei... Hä? Er ist aus 2006 und greift mich an? Geht's noch? Wer ist er? Okay. Ja gut, er hat gewonnen, weil ich keine Truppen mehr hatte. Ach, egal. Now turn up. Yo, welcome, guys. Ich habe Schulenglisch mit 2, ja. Ich kann Englisch, aber so mit YouTube und so. Man ist so aufgeregt, ich versabbel hier alles. Okay, wir kämpfen mal wieder gegen 20.005 und wir setzen hier den letzten AP, um natürlich anzugreifen. Und zwar den Expeditionsstützpunkt. Ja, das ist schon der zweite. Gestern einen kaputt gemacht und heute einen. Und Alter, wie viele Leute hier rumgeiern, ne? Das ist ja Wahnsinn. Das ist mehr als wie beim letzten Mal. Okay, ich greife hier auch an. Niederlage, natürlich er hier, das kennt man ja schon alles. Ja, wartet ab. Irgendwann, bald kommen auch meine zweiten T10-Truppen. Und ja. Okay, gut, wie gesagt. Oh, hier, rote Linie, PvP-Action. Was ist denn hier los? Da habe ich doch was gesehen. Okay, wer ist das? Oh, das ist Mr. Null, ja, Mr. Zero. Okay, er ist wieder weg. Das heißt, er ist weggeportet und das ist hier einfach nur ein Darstellungsfehler. Mit Gemüsekarre. Okay. Schmieren die Niederlage. Und hier auch nochmal ein bisschen Action. Goldi. Oh. Was ist hier? Yassen. Und Emmy. Okay, da ist auch ein bisschen Action. Ihr seht, es ist nicht nur den Expeditionsstützpunkt angreifen, sondern nebenbei auch ein bisschen, ja, angreifen und verlieren. Ah, hier Troublemaker. Okay, das kennen wir ja schon alles, ne? Troublemaker, ja, du bist richtig gut. Oh, warte, ich habe hier mal gewonnen. Ah, natürlich, ich habe nur gewonnen, weil er so wenig Truppen hatte. Ich habe mich schon gefreut. Ah, alles klar. Ja, wie gesagt, 20.005, ja, zweiter Expeditionsstützpunkt geht heute flöten. Und ich bin gespannt, wie die Season 6 weitergeht, weil es ist echt... Oh, hier, schon wieder, ich muss schon wieder unterbrechen, Leute. Okay. Ja, da gibt es auch ein bisschen Action. Wie viel Stärke? 225 Millionen. Na ja, das ist schon. Das ist okay. Slidewerk greift wen hier an? Okay, gar keinen. Ah, so. Der Expeditionsstützpunkt wird weiter. Oder ist weiter under attack. Das heißt, wir greifen fröhlich an und 20.005 verteidigt natürlich. Das Ganze. Das Ding ist, die brauchen nur noch so circa 30 Minuten, bis der... Oh, hier schon wieder. River und gegen MVP, keine Ahnung was. 216 Millionen, hier ist... Ja, an der Seite ist ein bisschen Action, ne? Also, da muss man immer aufpassen, wenn man hier ohne Schild ist. Okay. Halleluja. Hier auch noch ein bisschen. Okay, in der Season 5 war es natürlich ein bisschen heftiger, ne? Da haben wir gegen 170 gekämpft, da war nur Action. Ey, Jungs, das war nicht nur der Gebäude angreifen, sondern auch richtig drumherum PvP-Action, ne? Okay, wie gesagt, als Angreifer hast du immer Chancen, auch den Gegner zu bezwingen. Das heißt, das Gebäude wegzubratzen. Oh, hier ist auch nochmal PvP-Action. Warte mal, ich habe mich mal kurz vertippt. Ah, ja. Okay. Latz. Greift mir hier an, Niederlage. Ja, Moment mal, Latz ist doch bei uns und nicht auf. Warte mal, ich muss mal gucken hier. 20.006. Das ist ja interessant, ja, dass er mich hier einfach so angreift. Ja, gut. Vielleicht war es ein Versehen, ne? Ich denke mal, dass es keine Absicht ist. Ja, ich weiß, du hast gewonnen, weil ich habe zu wenig Truppen drin gehabt. Ihr habt gesehen, der Expeditionsstützpunkt ist weg. Ich werde jetzt nicht jeden Tag hier die Videos machen vom Krieg. Die nächsten Kampfvideos werden erscheinen, wenn es richtig Action gibt. Ja?
weil niemand will gerne sehen, okay, da wurde ein Expo zerstört, wow, juhu, yippie-yay, ja. Also der nächste Kampf, ich nehme alles auf, wenn richtig was Actionreiches da ist, dann wird es auch auf YouTube erscheinen. Ja, ansonsten, ihr seht, ich bin bei 193 Millionen Macht, ich habe viel verloren, ich muss mich erstmal aufbauen. Mehr in Zukunft, ja, und das war's auch schon mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann, euer Soul Eye.